Ohne Kamera und mit Kamera. Oh, machen wir mit Kamera. Ja, das müssen wir jetzt auf jeden Fall leiser machen. So? Leiser. Habe ich hier gemacht? Das ist nicht leiser. So, sehr schön. Zu einem neuen Projekt an für Mario. Das wird kein großes Projekt, glaube ich. Nee, ich will eine Folge, glaube ich, schätze ich mal. Eine ja, Folge super. Von. Aber jede Folge. Eine Folge von einer Minute, glaube ich. Aber jede Folge zählt. Und eine Folge ja. ist eine gute Folge. Eine Folge ist besser als keine Folge. Und eine Folge ist besser. So. Und eine Folge ist gut. Nee. Egal. Start the Challenge. Es ist ja, sehr hart. Wie schnell? Hier, mit denen. Sicher. Wie erst dir geht hier. Nicht. Ja, ist auch nicht kein hektisches Spiel. Ja. Keine Angst. Es läuft aber alles. Ich mach mal hier 1, 2, 3. So, wir sind hier, ne? Ich sag mal. Dann zeig mal hier, was das was ist da präzis? Es ist Mario. Wir starten die Challenge. Ja, Mario ist anfänglich. Es ist natürlich kein normales Mario. Es gibt spezielle Hindernisse, die zu überwinden sind. Use the arrow keys to move. So. Ja, toll. Ich bin mal tot. Ja, was jetzt? Jetzt geht's gleich weiter. Jetzt drückst du jetzt schnell die Leertaste. Schnell die Leertaste? Ja, da geht's schnell weiter, weißt du? Es muss ein Fluss entstehen. Genau. Jetzt musst du halt so eben rausfinden, wie das langsam vorangeht. Nein! Wie nein? Du musst halt weiter springen. Noch weiter irgendwie springen. Das ist halt unfair einfach. Du musst genau rausfinden, wie das Level kack. Genau. Level aufgebaut ist. Du musst auch lesen, was da steht. Wenn das steht ja, lese mal kurz. Ja, okay, ist klar. Ich glaube, eigentlich muss ich das nicht lesen. Traps are hidden everywhere. Soll ich mal? Oh, ist aber eine gute Idee. Andere Richtung zu laufen. Ja. Nee, aber es ist. Du weißt es schon, gell? Nee, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau. Aber schau, du siehst ja, das spring da mal drüber. Du siehst ja, dass da ein Ding ist. Pass auf, bleib da stehen. Genau. Und jetzt springst du drüber, jetzt kommst du nämlich weiter. Was bringt das? Jetzt bist du nämlich drüber. Underneath. Pass these blocks underneath. Nicht. Oh, fast. Sehr gut. Aber es ist... Ja, Super Mario halt, ne? Sie stellen sich gut an. Oh! Ja, super. Super. Es geht direkt weiter. Wir sagen die ganze Zeit Super Jupa. Ja, ja. Okay, nicht unten drunter, sondern oben drüber, genau. Checkpoint! Du musst doch vor, ist schon krass. Meine Fresse, ist immer das gleiche. Oh, okay. Das war voll der Fake, Bug. Genau. Ja, das... Fix! Nicht Rage, mit Bedacht. Aber schön, wenn die Tote mitgezählt werden. Wobei meine Tote, die ich damals schon aufgebraucht habe, mit einbezogen werden. Muss nicht hektisch! Okay. Ja, Checkpoint, okay. Sehr geil. Also hier ist gespannt. Geile Mucke. Es läuft. Ich sehe, sie sind voll dabei. Das finde ich gut. Okay, drüber. Ja, ja. Okay. Erster geht noch. Ist er? Oh, okay. Oh, sehr schön. Ah. Da war die Zielflagge. Das erste Level habe ich auch schon geschafft, ne? Was? Das heißt, dass ich das erste Level schon mal... Hast du schon mal geschafft, ja. Aber ist auch nicht schwer. So. Das ist echt krass unfair. Vor allem, es treten immer neue. Ich finde, das macht seinem Namen alle Ehre. Ja, oh, aber das, oh. Ich finde, da müsste es extra Punkte geben, dass du die Falle ausgelöst hast und trotzdem durchgekommen bist. Ja. Das finde ich saugut. Das wird irgendwie ein geiles Punktesystem irgendwie in dem Spiel. Ja, aber wie komme ich da rüber? Ja, einfach drüber springen, prophylaktisch springen. Springende. Ja, ja. Das wird schlimm. Also, wir kommen in die Hölle. Also, wir müssen absolut Springender. Ja. Drüber Springender. So. Jetzt gleich nicht so hektisch. Jetzt mal vielleicht ein bisschen genau, Konzentration. Ja. Das kommt nochmal raus. So, jetzt werde ich das Hindernis überwinden. Jetzt stehen bleiben. Jetzt springst du. Spring drüber bis zur Kante. Nein, schnell. Wie? Jetzt springen bis zur Kante. Ja, schnell halt. Also, schneller. Springender. Super. Bald haben wir die 100 Tote durch. Ich würde sagen, sowieso dieses Let's Play widmen wir Super Jopa. Oh. Jetzt springen bis zur Kante. Sehr gut. Fast. Das war fake. Aber fast. Also, ne, dieses Let's Play widmen wir Super Jopa. Ja. Ich muss immer, während ich die Namen so aufzähle. Ich find's aber krass, wenn du realistisch trotzdem weiterkommst, obwohl es nicht passiert. Nein, wenn ich die Namen so aufzähle von Steffi und Michi, dann muss ich mal nachdenken, Steffi. Die musst du mal die optischen. Michi. Das ist geil. Schaff ich das noch, oder? Du warst so kurz davor, ey. Du warst mal so gut. Jetzt. Langsam, oh, die Mann auf! Ja. Ich hab doch! Ja, ich weiß. Besser? Das ist nicht mal Kollisionsanfrage, Fade. Okay. Ja! Genau, perfekt!
Level 2, oder? Too easy. Too easy. Viel zu einfach. Next level. Watch out. Ich glaube, Steffi und Michi. Ich glaube, Steffi und Michi sind auch Mario-Fans, kann das sein? Nintendo-Fans auf jeden Fall. Ja, Nintendo. Ich habe jetzt noch kein Mario gespielt. Fans doch, die haben Mario gespielt, doch. Natürlich. Haben wir haben dieses Wii U Mario gespielt. Kennst du Wii U? Ja, nee. Ja, Wii kenne ich, aber ja. Wii U Mario kenne ich nicht. Wii U. Ich muss mich mal konzentrieren. Wii, ja, ja, du, Wii U. Du redest doch die ganze Zeit. Was? Nein, Wii U. Mein Bruder hat sich Wii U zum Geburtstag gekauft. Aber jetzt mal ernsthaft, echt ein Wii U? Also cool, ja. Finde ich, find ich jetzt charmant, finde ich gut. Was? Ja, findest du nicht geiles Ding, oder? Absoluter Blödsinn. Echtes Ding, oder? Ja, weiß ich nicht. Was habt ihr es gezockt, nicht? Oder was? Was? Habt ihr es gespielt? Ich nicht. Du nicht? Was will ich damit? Ja, Wii U zocken. Super. Ja, ich weiß ich überlege mir auch eine zu holen. Was? Ja, ich habe auch eine Wii. Was? Echt? Das habe ich schon lange gesagt. Ja, weiß ich nicht, aber eine Frage, als ne? Konsolero musst du sowieso alle Konsolen haben. Als was? Als Konsolero. Was ist ein Konsolero? Ich kenne Konsoliere von Es gibt PCler. Ich kann mir nicht merken, wo die ganzen Fragen Konsolero, sind. Ne? Was? Es gibt PCler und Konsoleros. Ach, Konsoleros. Ja, Jetzt. Das ist ein uralter Begriff. Was ist denn da jetzt eigentlich? Hast du alle? Ja, die wichtigen halt. Was ist... Seit dem Super Nintendo habe ich eigentlich alle. Mein Gott, ich wusste das doch. Das So, watch out. Ich finde es gut, es ist ein kleines Handicap, dabei zu reden oder so, ne? Ja, nein, ich finde, es ist sowieso natürlich viel besser, wenn man die ganze Zeit über den Kack... Das also ist ein Scheißspiel, weißt du? Ich finde es super. Allgemein, super. Mario ist scheiße. Ich habe ich wieder ein paar Freunde. Aber hallo. Du weißt generell sehr gut, wie du die Freunde Super machst. Noch, wo kommt Super Joppa nochmal her? Meine, was? Ich war 105 Tote schon, jawohl. Was? 105? Ja. Nee, ich habe gesagt. Mit deinem mitgezählt. Ja, aber ich habe bei 50 war ich. Du hast jetzt auch schon meinen Rekord schon gebrochen. Das ist Quatsch. Also, okay, da ist. Das heißt, da darf ich nicht. Kennt man was? Das kennt man. Kennt man. Im Allgäu. Im Allgäu. Also, ich bin jetzt halt. Ich sag mal. Was ist jetzt los? Ja, es ist, wenn ich hier drin bin. Ist jetzt hier was? Fick! Das weißt du ja nicht. Das ist doch, kannst doch nicht ärgern. Du weißt es ja jetzt. Ja, wir wollten, ne, ich meine, dadurch, dass wir jetzt dieses Spiel Steffi und Michi, widmen. Also da ist jetzt halt genau. Ja, ja. Oh, den kann ich auch noch nicht. Michi und Steffi. Ja. Oder ist es Steffi und Michi? Also wenn man von der Bildaufteilung geht, ne, wie sie sich immer in die Kamera setzen, ist es Steffi und Michi. Also links Steffi, rechts Michi. Okay. Ja. Ich habe eine Frage. Okay, was heißt eine Frage? Dann müsste ich ja direkt anschreiben, ne? Aber. Ja, ich weiß. Sind es eineiige? Wir können ja diskutieren. Ich meine, wir philosophieren. Genau, wir philosophieren jetzt einfach mal. Glaubst du, das sind eineiige Zwillinge? Erstmal eine andere Frage. Was ist eineiig? Ja, eineiig ist genau gleich, oder nicht? Eineiig. Das heißt, es war ein Ei. Also genau gleich. Ein Ei. Eineiig. Ja, ja. Ich wusste gerade nur an Oliver Kahn, der sagt, Eier, wir brauchen Eier. Ja, ein Eier hat nicht, wir brauchen Eier. Ich weiß nicht, ich finde es gerade lustig, über Eier zu reden. Ja, guck mal, von welchem Becher Ei du meinst. Mein Gott. Wie komme ich darüber? Oh, was für ein Ton. Man merkt, der ist schon, ist er gereizt. Nein, überhaupt nicht. Oder etwas gereizt. Super. Also, was, Michi und Steffi, oder was? Ja, ja. Ein Ei. Wie komme ich darüber? Ja, auf jeden Fall, sagen wir mal, es ist ein Ei, ne? Spring mal. Wissen wir nicht. Ja, ich war ich doch schon. Eigentlich sind sie. Ja, ich bin aber schon. Wer ist die Ältere? Da bin ich schon da vorne. Oh Gott. Sie sind nicht gleich alt. Doch. Es geht doch genauso. Weißt du? Dann sind es nur Zwillinge. Die eine kann ja auch eine Minute älter sein. Die kommen, ja. Oder meinst du, die kommen gleichzeitig raus? Was? Ein schönes Bild, ja. Genau. Sie sind erst eineiige Zwillinge, wenn du hast beide Köpfe gleichzeitig. Ja, trotzdem. Schön, wie sich das Bild sieht. Hat. Wenn sie nicht gleich alt sind, dann sind sie nur Zwillinge, aber nicht eineiig. Das ist ein Scheiß. Nein, ich dachte, du wolltest sagen, wenn jetzt ein Tag oder sowas anders oder später gekommen wäre, wie alt sie ist, denke ich mal, dass dann ein paar Tage Unterschied sind. Nein! Das ist ja gut. Und deshalb, ne, dachte ich. Oh! 116 Jahre. Was nochmal? Ich habe nicht zugehört. Ich habe dich natürlich nicht ausreden lassen, deshalb ist jetzt dieses Missverständnis. Ja, gestanden. Ja, ja. Also nicht unterschiedlich. Nein, natürlich ist die eine älter als die andere. Genau. Also Minuten. Weil sie natürlich nicht gleichzeitig rauskommt. Oh! Es sind eineiige Zwillinge! Jetzt sind sie eineiig. Jetzt sind sie eineiig.
Wie wollen Sie es? Zwillinge oder Eineich? Genau. Wollen Sie nur Zwillinge oder wollen Sie Eineich? Oder sollen Sie Eineich sein, ja. Oh Mann, ja, auf jeden Fall ist... Mein Gott. Es ist ja auch egal jetzt, ob Sie Eineich sind oder nicht. Also oh Gott, für mich sterbe sehen Sie... Hier. Sie sehen... Also als ich am Anfang, ne? Die ersten Male Super Joppa gesehen habe. Die ersten Male, die ich Super Joppa gesehen habe. Jesus Maria. Da habe ich gedacht, boah, die beiden... Die kann ich nicht unterscheiden. Kann ich nicht unterscheiden. Mhm. Erst nach einer Zeit, ne? Jetzt als Super Joppa-Kenner. Als Noah. Ich habe ja Super Joppa studiert. Und da weißt du jetzt den Unterschied? Erkennst du jetzt die Merkmale? Jetzt weiß ich, ja. Es gibt, also, wie würdest du jetzt... Also, ich meine, das gröbste Unterschied ist natürlich Le Frisur. Also das haben sie aber auch ganz bewusst, ne? Ich meine, wenn sie es jetzt nicht machen müssten, nicht machen würden, ihre Frisur so unterschiedlich zu machen, dann würde es noch schon schwer fallen. Obwohl, da müsste man mal kurz schauen. Denn ich glaube, es gibt auch ein paar Gesichtsmerkmale, die so ein bisschen anders sind. Was? Okay. Echt? Ein paar Gesichtsmerkmale? Ich weiß nicht. Die sehen unterschiedlich aus, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass die Gesichtsmerkmale wirklich unterschiedlich sind. Ja, aber ich kann nicht sagen. Auch eine, die Stimme, die haben verschiedene Stimmen. Echt? Ja, ja. Ich finde, Steffi hat eine bisschen tiefere Stimme. Die reden halt ein bisschen anders, glaube ich. Okay, da war auch vorhin noch ein leerer Boot. Nein! Ja, das wusste ich, wollte nur ein bisschen weiter sprechen, schon dem Messer. So, haben wir noch irgendwelche absurden Theorien, die wir hier äußern können? Ja, was absurd. Das Beste war mit den einen Zwillingen. Das ist der erste Einmal. Oh, ich hab's! Ein Arzt! Mann, komplett! Nein! Oh Gott, ey! Der Arzt, weil der gleichzeitig rauszieht. Oh Mann! Die Kamera ein bisschen da unten, irgendwie, weißt du? Übel. Nee, lass mal's. Was? Lass mal's. Oh. Hier, eine Anfrage. Herrlich. Welches Intro findest du am besten von beiden? Also, wir haben eben diese Spiele-Intros. Das ist schwierig, ja. Ja. Ich muss sagen, ich habe ja alle gesehen. Ich habe auch alle gesehen, aber ich habe nur einen Teil öfter gesehen. Das liegt aber auch daran, das ist der erste war bei dir, glaube ich, ne? Weil der bleibt da echt länger. Ich finde, du schlägst dich gut, aber ich finde, du machst es super. Ja, aber schon. Was super? Ich weiß, warum ich jetzt die Konzentration verloren habe, weil du gemeint hast, ja. Weil wir gerade so hart lachen. Nein. Weil als du den ersten Teil, den ich gesehen habe, muss ich daran denken. Wir bitten dies zu entschuldigen. Ich hoffe, unsere Super Joppa Ausführungen langweilen euch nicht. Was ist denn da jetzt? Ja, so, wo waren wir geblieben stehen? Ja, welchen Intro-Part fandest du am besten? Ich habe gar keinen Namen, ich weiß gar nicht, wie ich die benennen soll alle. Wie, du hast gar keinen Namen? Wie ich diese Intros... Es gab Metroid. Dann gab es dieses neue ADM-Metroid. Die machen eigentlich bei jedem Ding ein neues Intro, ne? Bei jedem Spiel. Also bei jedem neuen Projekt machen sie ein neues Intro. Das habe ich jetzt auch gemerkt. Aber die haben schon normale Dinger gemacht. Die haben auch so ein Special gemacht, nämlich dieses Leichtathletik-Special. Das war ja auch da, ne? Das fand ich. Aber das Leichtathletik-Special war ja wegen ihrem, ich glaube, 100er genau. Oder 200er Abonnenten-Special. Ich glaube eher 200. 200. 200. Aktuell im Stand, glaube ich, haben sie so 200. Ja, weißt du. Lass mich nicht lügen. 60 oder sowas. Hier, Quizfrage an alle Super-Yoga-Fans da draußen. Also auch an dich. Und an dich. Ich weiß es ja. Ich weiß ja die Antwort. Okay. Was ist das? Warum tut mich das Ding von der Seite? Auf jeden Fall Quizfrage. Wer hat das Super Joppa olympisch, weißt schon, wo sie gegeneinander angetreten sind? Wer hat da gewonnen? Das ist eine gute Frage. Ich bin froh, dass Sie gerade mir diese Frage stellen. Denn ich habe keine Ahnung. Ich muss jetzt einfach mal blind reinraten. Ich meine, 50-50 Chance. Ja gut, aber... Ja, wissen tue ich es nicht. Das wäre geraten. Ich gebe ja zu, wissen tue ich es nicht. Ja, ja. Also kann ich ja noch raten. Jetzt aber, komm. So, da oben ist jetzt so ein Kack-Ding. Ich sag, Steffi hat gewonnen. Ja. Ist so, ne? Ja, wer sonst? Ja, das sag ich doch. Ja, jetzt komm rüber hier. Oh, das war okay, das war überraschend. Oh! Heißt das, ich hab den Checkpoint nicht? Wirst du gleich sehen. Doch, du hast ihn. Sehr gut. Also was? Steffi. Warum? Ich hab, weil ich geraten hab. Ach so. Also ich, genau, was ich verstehe, ist gut, dass sie das durchhalten. Was? Was ich jetzt zum Beispiel nicht wusste, oder zum Beispiel, man hat ja gesehen, die haben ja so mit dem Ball gedandelt, so Fußboy, Washjo und so, ja. Weitsprung. Oh, oh, oh. Was mich interessieren würde, wer hat von euch die beiden Liegestützen gemacht? Was?
hat so eine Liegestütze gemacht. Also ganz ehrlich, als ich so genaue Erinnerung habe, schon das Video jetzt echt auch nicht mehr. Ja, bin ich schon. Liegestützen? Ja, ich wusste, aber wer hat die Liegestützen gemacht? Das so nur mal Interesse halt. Die müssen doch beide Liegestützen machen, wenn es so eine Aufgabe ist. Nein, es war nur eine. Weißt du, war kurz, es war keine Aufgabe, es war nur so zum Aufwärmen. Ne. Okay. Und woher weißt du, wer das war? Woher weißt du, ich wer weiß das es eben nicht. Mich würde interessieren. Ja, kann ich auch nicht. Which one? This one? Auf jeden. Nicht. Doch, Alter! Das war doch klar. Ja. Was ist dann? Jo, okay, jetzt, wie schaffe ich das jetzt? Genau, Punkt. Besprengung nennt sich das. Ich glaube einfach nur, wenn du noch springst und stehen bleibst, passiert nichts, aber wenn du sobald du läufst. Weißt du? Ja. Das ist doch blöd. Ach komm jetzt. Das geht schon. Aber ich finde es ein blöde Fall, weißt du, wenn irgendwo im Boden irgendwelche Löcher sind. Wie da? Ja. Wie soll ich mir das merken? Ja, ich meine, das hat einfach nur mal einen Namen des Spiels. Alles, alles klar. Und jetzt komplett rüber! Jawohl! Spreng gleich rüber! Ich muss eigentlich nur springen. Mehr. Also, an gewissen Punkten zumindest. Was ich krass finde, ist, dass es das Spiel geben darf. Ich glaube, Nintendo würde es jetzt nicht unbedingt gefallen, dass das hier so öffentlich zur Verfügung steht. Normalerweise ist Nintendo immer sehr rabiat mit Sachen. Ja. Auch die Let's Plays hat Nintendo gut ein bisschen belastet. Ja, ja. Mit Verboten, ich meine, die haben sich mittlerweile gefangen, aber ne. Also was glaubst du, wer ist die ältere von den beiden? Stimmt, das haben wir noch gar nicht gelöst. Ich glaube, Steffi ist die ältere. Das könnt ihr in die Comments schreiben, Steffi, Michi. Wer ist die ältere von euch beiden? Ja, wer ist die ältere von euch beiden? Aber kann, zumindest zu mir kommt es vor, dass die Steffi zum Beispiel so die bisschen dominantere von beiden ist. Ach, dominant. Ja, also halt die Chefin von beiden. Die Chefin? Also ich finde, die sind so gute Schwestern, ne? Muss ja, natürlich, sagen. Das ist schon. Aber da gibt es keine Rangliste oder keine Hierarchie. Wo es lang geht. Das kann man schon, ne? Wo es lang geht. Muss man nicht so beurteilen. Muss lang gehen. Okay. Ich finde man super. Ich stehe für Michi. Ach, Mann, super Job macht er. Ja, super Job. Da jetzt genau darauf! Ja, ja. Und jetzt zum. Jupp! Ja, jetzt verarsche dich! Nein. Boah, krass, wenn da nochmal stark hochgekommen wären. Cool! Soweit waren wir auch noch nie. Darf ich jetzt? Ja! Darf ich jetzt? Nee, ich jetzt, darfst du spielen. Was ich auch mal krass finde, ist genau bei diesen ganzen Real-Life-Geschichten. Das ruckelt aber auch hart, merke ich diese ganzen, Aber es ruckelt schon ziemlich krass, muss ich sagen. Ich musste damit auch klarkommen. Ja, ich sag ja nichts dagegen, aber ich Hier mit den ganzen, weißt du, die, wie heißt das jetzt? Weißt du, wie heißt das? Intro-Videos und so, ich finde es immer krass. Das ist das Problem, ich weiß nicht, wie heißt. Fuck, wie soll ich das machen, bitte? Wie heißen denn, was ihr für Requisiten habt, finde ich immer krass. Ach stimmt, hast mal erwähnt. Heftiges Auto, heftige Waffen. Oh, hast du das gesehen? Alles heftig. Haben Sie das gesehen? Ja, ist schon krass. Das alles her? Ich sag ja, die sind ja hier groß, ne? Die haben ja irgendwo so ein Dingladen, irgendwie so ein Kostümladen. Was? Ein Kostümladen. Was? Wie viel? Ja. Ah, ich wusste es! Kostümladen. Da kriegst du Requisiten her. Was macht ihr beide eigentlich beruflich? Was macht ihr beide eigentlich beruflich? Ja. Ach guck, schaut doch, was vorhin gut. Du darfst nicht so hart aufschlagen. Was schätzt du, was die beiden beruflich machen? Ich glaube, die sind noch Schülerinnen. Was? Oder Studentinnen. Sind die nicht schon über 20? Ah ja, natürlich, dann könnte es ein Städtchen sein. Okay. Aber das glaube ich nicht. Ah, komm! Also ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Nee. Nee, sondern? Was glauben Sie? Was? Was Sie vom Beruf sind? Was? Wie viel? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott! League of Legends. Ja, ja. War das absichtlich, glaubst du, oder war es unabsichtlich? Was denn? Das Spiel League of Legends, League of Legends zu nennen. Das, war schon Absicht. War Absicht? Ja, ja. Ich glaube, es war keine Absicht. Okay. Ich bin jetzt dabei. Ja, ich merke schon, wie du dich überhaupt nicht auf das Gespräch konzentrierst. Ich war ganz anders. Ich konnte spielen und reden. Ja, aber wenn man die Quote bestimmt sieht, dann komme ich bestimmt auch schneller voran als sie mit ihren. Ja, das kann sein, aber das ist ja zweitrangig. Ja, gut, aber das ist. Absolut, das geht ja hier um das, aus dem Fähigkeiten. Ah, das wusste ich, dass es passiert. So schlimm ist es auch nicht. Ja, aber, ne? Statistiker so. Ja, gut, aber der Quatsch. Da waren wir stehen geblieben jetzt. Ja. Was habe ich gesagt? Wie, ob ich glaube, ob sie mit Absicht liegen auf Legends gesagt haben. Ja, auf den Ding, bei welchen. So, wollen wir es hiermit beenden oder? Was? Läuft doch gerade so gut. Scheiße. Ich will nicht aus dem. Ja, fallen die Gespräche schon wieder aus. Ja, okay. Ja, alles klar. Ja, dann beenden wir es. Ach, beenden wir es. Ich wollte nochmal versuchen. Ach so, okay, gut.
Okay. Oh, oh, oh. Ich würde sagen. Achso, gut, dann. Kamera sehe ich aus. Ja, tschüss, ne? Tschüss, ne? Einen schönen Gruß. Entschuldigung für etwaige Fehlschläge. Aber alles mit Spaß und Augenzwinkern. Bis dann. Ciao, ciao.